Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder aufgebrauchte Produkte und es sind wieder eine Menge Produkte geworden, denn ich bin fleißig am Aufbrauchen und auch am Aussortieren, was mir einfach nicht mehr gefällt, was einfach schlecht geworden ist und so weiter. Und ich würde sagen, damit es nicht zu lange wird, starten wir jetzt gleich los mit dem Video. Als erstes hier das Rosens Rosenwasser. Ich liebe es, steht auch schon wieder neu im Bad und wird immer wieder nachgekauft. Genauso mein Garnier Augen Make-up Entferner, den kennt ihr schon von mir. Den liebe ich einfach, auf den kann ich mich immer verlassen, er ist immer da. Er reizt meine Augen nicht, er brennt nicht und nimmt alles gut runter und deswegen immer in meinem Vorrat auch daheim. Ein weiterer Augen-Make-up-Entferner, den ich jetzt zum Schluss nicht mehr fürs Augen-Make-up verwendet habe, sondern einfach fürs Gesicht, weil es ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner mit Öl und ja, ich vertrage es leider nicht. Es brennt in meinen Augen, es tut höllisch weh und reizt meine Augen extrem und deswegen werde ich mir solche Produkte nicht mehr nachkaufen. Ja, ein Duschgel ist leer geworden und zwar das Aveo Himbeere Aprikose Duschgel. Da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, die letzte halbe Flasche habe ich in den Seifenspender gegeben, weil ich den Geruch unter der Dusche einfach nicht gut genug fand. Und ja, deswegen, ich habe genug Duschgele, ihr wisst es aus meiner Duschgelsammlung. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut hier oben auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, deswegen die Hälfte als Duschgel benutzt, fand ich eigentlich so ganz gut. Hat jetzt die Haut nicht extrem ausgetrocknet, aber der Duft hat mir einfach nicht gefallen und deswegen die andere Hälfte als Seife draufgegangen. Seit einiger Zeit verwenden wir hier von La Vera die Zahnpasten und ja, da ist jetzt die Sensitive leer geworden. Ich verwende aber auch gerne die Classic, finde die richtig gut und ja, wird auf jeden Fall als La Vera, irgendeine Variante wird auf jeden Fall nachgekauft. Ja, dann ein Haarspray, was leer geworden ist. Ja, und das riecht richtig gut, richtig fruchtig, was natürlich den Nachteil hat, es lockt Wespen an. Ja, finde ich nicht so cool, aber das Haarspray an sich ist gut, würde ich mir für nächsten Winter nachkaufen, für den Sommer erstmal nicht mehr. Dann ein Shampoo, was mein Freund und ich aufgebraucht haben für trockenes Haar, Feuchtigkeit und Balance ohne Silikone von Balea. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Balea-Shampoo-Spülungen nicht gut und ja, würde mir die selber deswegen auch nicht mehr nachkaufen. Die war hier in einer Box drin und ja, wie gesagt, ich finde die einfach von der Wirkung her nicht so gut und deswegen kaufe ich mir die nicht nach. Ja, als nächstes habe ich hier eine Probe von einer Shiseido Bio Performance Glow Revival Cream aufgebraucht und die fand ich richtig gut. Die hat einen tollen Duft gehabt, die war so leicht rosa, die ist richtig leer jetzt hier. Hat sich schön auftragen lassen, hat die Haut schön gepflegt, fand ich richtig gut und ja. Ob ich sie mir nachkaufen würde, ich weiß es nicht, weil ich verwende momentan eine von Clinique und die finde ich auch richtig gut und die kostet, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem, was die Shiseido kostet. Deswegen, glaube ich, würde ich eher die Clinique wieder nachkaufen. Ja, dann eine Clinique Augencreme und zwar die All About Eyes. Das ist diese hier in dieser Probegröße, die hatte ich in einem Set mit dabei. Von denen verwende ich übrigens auch gerade die Creme. Und ja, Duft finde ich ganz in Ordnung. Das war so eine Gel-Konsistenz und die Gel-Konsistenz fand ich richtig gut. Und ja, werde ich mir definitiv in dieser Form nachholen. Ja, dann auch ein Produkt, was ich richtig gut fand. Und zwar ist das hier von Kiehl's die Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Und das war auch so eine Gel-Konsistenz. Die ist leider leer. Die war so gut, Leute. Das ist diese hier. Die ist richtig gut, die ist so gelig, die könnt ihr schön auftragen, die zieht so ein, die klebt nicht und man hat am nächsten Tag eine wirklich schöne, gepflegte Haut, was ich richtig, richtig toll fand und deswegen möchte ich mir die auf jeden Fall auch nachkaufen, wenn meine Backups erstmal leer sind. Ja, dann habe ich hier einmal so eine Probe verwendet von Ceramidin oder dieses Dr. Yard Ceramidin. Das ist dieses hier. Ja, kann man nach der Größe ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Sie war gut, sie war nicht schlecht, aber ob ich es mir deswegen wegen der Probe jetzt hier nachkaufen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich hier noch eine Maske aufgebraucht und zwar die White Truffle Mask von Biodroga. Und Leute, die war richtig gut. Also die hat
so einen schönen Duft gehabt. Das Vlies von dieser Maske, das lag so schön auf der Haut. Man hat so ein gepflegtes Hautgefühl gehabt. Ich fand die richtig, richtig gut. Ich glaube, die ist aber auch nicht gerade günstig. Und ja, könnte ich mir aber vorstellen, die trotzdem mal so als Zwischendurchmaske mal nachzukaufen. Ja, dann ein Bad von Kneipp, das Frostbeulenbad mit Ingwer und Yuzu. Das war auch ein richtig schöner Duft, also jetzt nicht typisch Weihnachtsdüfte, Winterdüfte, sondern richtig frischer Duft, richtig lecker, und man hat danach wirklich das Gefühl gehabt, man ist aufgewärmt von innen. Fand ich richtig gut, und der Pinguin hier oben ist natürlich auch mega niedlich. Ja, dann ein Bad, was ich in der Shadebox hatte, von TTZ, das Detox Pur Bad, finde ich auch richtig gut. Ja, ist ein schönes Bad, macht natürlich keinen Charme oder so, aber man hat das Gefühl, man tut der Haut was Gutes, die fühlt sich danach richtig schön an, nicht so ausgetrocknet wie von manch anderen Bädern, fand ich echt gut. Dann aufgebraucht hier das Rasiergel, Sweet Berry, stand jetzt auch eine ganze Zeit lang schon in meinem Bad, und ja, finde ich ganz gut zum Rasieren, wobei ich aber sagen muss, dass ich oft auch einfach kein Rasiergel hernehme. Ja, ich glaube, ich werde mir auch keins mehr nachholen, weil ich verwende es fast nicht, und deswegen stehen die bei mir auch leider ewig im Bad rum. Dann habe ich hier zwei Bäder von Lush aufgebraucht. Einmal müsste das Twilight gewesen sein. Ja, genau, das war die Twilight Badebombe. Und einmal a French Kiss. Und der French Kiss, das sieht aus wie so eine kleine Pyramide, so weiß-lila durchzogen, wer das noch nicht kennt. Und das ist so ein schöner Lavendelduft. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und Lush Badebomben, ja, so ab und zu kann man sich da mal eine gönnen, weil die sind ja wirklich nicht gerade günstig, ne? Aber sind auch richtig gut. Dann einmal aufgebraucht hier von Garnier Fructis, das pflegende Banana Hair Food, fand ich auch richtig gut und möchte ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Der Bananenduft, Leute, das riecht richtig lecker nach Bananenmilch. Ganz, ganz toller Duft, und man hat den auch wirklich in den Haaren gerochen. Fand ich richtig gut, und ja, werde ich mir definitiv nachholen. Dann noch etwas, was ich mir definitiv nachholen möchte, ist hier von The Body Shop Vanilla Plumpkin. Das ist die Bodybutter, und oh Leute, der Duft. Ich liebe diesen Duft. Der ist so schön. Und genau, Vanilleextrakt von Madagaskar und Pumpkin Fragrance. Und ja, es war in diesem Design Edition. Und ja, nächstes Jahr im Herbst hole ich mir da ein paar mehr Dosen von, weil das war einfach nur mega geil. Dann hier einmal aufgebracht die Nivea Micellenreinigungstücher mit der schönen Giraffe drauf. Da gibt es jetzt auch neue. Noch ein Duschgel, was ich aber zum Schluss auch wirklich in Seifenspender reingetan habe, ist ja das Duschgel zur Oktoberfestzeit Orangenblüten und Vanilleduft. Am Anfang fand ich den richtig, richtig gut, und irgendwann ging mir der einfach nur noch auf den Keks, und ich habe mir jetzt in der Dusche ewig stehen gehabt und habe ihn nicht verwendet. Und ja, deswegen habe ich den jetzt in den Seifenspender rein. Da wird er jetzt aufgebraucht und dann ist er weg. Und ja, aber Design ist mega. Also richtig, richtig süß. Und ja, aber der Duft ging mir einfach irgendwann auf den Keks. Dann habe ich hier von Alvea eine Peelingmaske aufgebraucht. Die war jetzt auch eine ganze Zeit lang in meiner Sammlung. Und ja, fand ich ganz gut. Kann man leider nicht mehr nachkaufen. Würde ich mir vielleicht sogar nachholen, aber ja, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Deswegen reden wir gar nicht so lange drüber. Dann hier von Garnier das Skin Active Micellenreinigungswasser, speziell für empfindliche Haut und Augen. Also an den Augen kann ich das nicht verwenden. Auch das ist hier ein Zwei-Phasen-Produkt. Es fettet wirklich nicht, also das muss man schon sagen. Aber ja, ich vertrage es an den Augen nicht. Gesicht nimmt das wirklich das Make-up gut runter, gründlich runter, und finde ich ganz gut. Könnte ich mir vorstellen, auch nachzukaufen, aber ich habe momentan ein paar andere Produkte zum Testen da. Ja, dann ein Deo aufgebraucht hier von Nivea, das Quick Dry, Dry Comfort Antitranspirant. Und ich muss sagen, die Nivea Deos kaufe ich mir nicht mehr nach. Die hinterlassen so einen weißen Schleier, so weiße Brösel, und finde ich überhaupt nicht cool. Und ja, deswegen hole ich mir das nicht nach. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Balea aus dem Adventskalender das Lovely Moments mit Weihnachtszauberduft.
Ja, und das roch nach Lebkuchen, also richtig krass nach Lebkuchen. Fand ich aber echt gut. Aber eine größere Größe als diese kleine aus dem Adventskalender braucht es davon wirklich nicht. Ja, dann heute Morgen erst verwendet hier das Kiehl's Turmeric und Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Das ist eine Maske, die trocknet an. Ich denke, das ist dieses Turmeric. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die ist so gelblich, die hat so Stückchen drin von diesem Cranberry Seed und die trocknet wirklich schön an und man kann die richtig schön runternehmen. Und Leute, das war eine so geile Maske und da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir die in groß nachholen soll, weil die halt echt nicht günstig ist. Die kostet fast 40 Euro. Und ja, aber da bin ich echt schon am Überlegen und das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf meine Wunschliste. Und ja, vielleicht hole ich mir die mal in groß nach, wenn die irgendwo im Sale ist oder so. Ja, dann hatte ich mir mal bei Rossmann hier diese Yankee Candle Home Inspiration White Liner and Glaze mitgenommen. Das ist dieses Label hier. Und die werde ich mir wahrscheinlich auch in groß holen, weil das ist so ein schöner, sauber Duft. Wow, also richtig schöner Duft und die Kerze habe ich auch schon komplett abgebrannt. Also da ist nichts mehr übrig. Das ist ein richtig schöner Duft. Also wenn ihr den noch nicht kennt, schaut euch den mal an. Der ist wirklich toll. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Besser als dieser Cotton oder Leinen, der mit dieser Wäscheleine von Yankee Candle selber, gefällt mir der wesentlich besser. Ja, dann habe ich hier ein Shampoo aufgebracht von Kiehl's. Das Amino Acid Shampoo. Das ist auch so eine Probe gewesen. Finde ich richtig gut, riecht richtig schön nach Kokosnuss. Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich habe es heute Morgen erst aufgebraucht, deswegen ist es auch noch so ein bisschen nass. Aber finde ich richtig, richtig gut, also hat mir echt gut gefallen. Und ja, auch hier könnte ich mir vorstellen, das nachzukaufen. Also ich muss echt sagen, Kiehl's beeindruckt mich mit den Produkten echt wirklich. Und ich muss mir die Marke echt mal gerade für Pflege, für Hautpflege noch genauer anschauen, weil bis jetzt hat mich eigentlich noch kein Produkt wirklich enttäuscht. Schon wieder aufgebraucht hier von Catrice, der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil in der Farbe 010 Light. Es ist immer wieder erschreckend, wie schnell dieses Teilchen hier leer geht. Da kommt nichts mehr raus, was ich echt schade finde, weil so günstig ist der auch nicht und der geht wirklich schnell leer. Also den könnte man nicht mal eine Woche durchbenutzen und ich verwende nicht jeden Tag Augenbrauenstifte. Also ich verwende die eigentlich fast nur am Wochenende. Da geht es mir einfach viel zu schnell leer. Ja, dann eine Bodylotion, die ich jetzt aussortieren werde, weil ich es überhaupt nicht mag. Das Ding zieht nicht ein. Der Duft ist eigentlich ganz angenehm, aber es zieht einfach nicht ein und deswegen kommt das jetzt weg, weil ja, damit werde ich nicht glücklich, ich verwende es nicht und deswegen steht es ewig bei mir rum. Und ja, deswegen kommt es jetzt einfach weg. Ein Produkt, was ich jetzt aufgebracht habe, ist hier von MAC, das Fix Plus. Und zwar mit der Lavendel-Geruchsrichtung. Fand ich richtig schön den Duft und möchte ich mir auf jeden Fall nachholen. Ganz, ganz tolles Produkt. Das hebe ich übrigens auf, weil bei MAC gibt es ja die Back-to-MAC Aktion, deswegen bleibt es hier erstmal, bis ich zum MAC Store komme. Ein Produkt, was ich jetzt aussortieren werde, ist hier dieses Augen-Make-up-Entferner für sensible Augenpartie. Ich mag das überhaupt nicht, das ist so eine Creme-Konsistenz. Mag ich wirklich überhaupt nicht und deswegen kommt das Ding jetzt weg. Dann ein Produkt, was mir leider gekippt ist, was ich echt schade finde, denn es war hier diese Mandel-Sensitiv-Pflegedusche von Weleda Naturkosmetik. Fand ich richtig schön den Duft, aber es riecht überhaupt nicht mehr gut, Leute. Ja, deswegen kommt das jetzt weg. Und ja, möchte ich mir aber auf jeden Fall mal wieder nachholen, wenn natürlich mein Backup leer ist. Ja, noch ein Produkt, da hatte ich auch schon mal eins komplett leer gemacht. Und zwar ist es hier von Tracklemoon, das Marshmallow Heaven pflegendes Balsam. Ja, aber ich mag das überhaupt nicht mehr. Und das hier riecht auch nicht mehr gut. Also ich glaube, das ist mir leider auch gekippt und deswegen kommt das jetzt weg. Ja, dann ein Produkt, was ich jetzt hier aussortieren werde, ist hier von Suella der Shower Shake. Hat mir eigentlich schon gut gefallen, also vom Duft her. Aber die Konsistenz davon, nee, also das ist wie eine Creme und das ist ein Duschgel. Und
ja, feuchtigkeitsspendendes Duschgel und schaut aus wie eine Creme. Das verhält sich auch wie eine Creme, das lässt sich überhaupt nicht verteilen, macht überhaupt keinen Spaß damit zu duschen, deswegen kommt das Ding jetzt weg. Ja, noch ein Produkt, was mir vom Duft her richtig, richtig gut gefällt. Das ist hier diese Scottish Fine Soaps Company, das Olat. Und das riecht wirklich gut. Aber dieses Body Scrub, da sind einfach kleine Plastikkugeln drin. Die bringen gefühlt gar nichts. Die kleben dir überall fest und ja, deswegen kommt das Ding jetzt weg, weil ich damit, ja, das macht mir keinen Spaß und deswegen möchte ich das auch nicht mehr verwenden. Ja. Kiste ist leer, nichts mehr drin. Ja, es sind wieder einige Produkte. Ich blende euch jetzt mal die Anzahl ein, weil ich habe jetzt hier nicht mitgezählt. Und ja, es sind Produkte, die ich wirklich jetzt einfach aufgebraucht habe, die ich schon länger in meinem Bad stehen hatte jetzt. Und so möchte ich das auch weiter vorgehen, damit einfach ja, die verschiedensten Sachen einfach leer werden. Deswegen ist es momentan auch so viel, die auch im letzten Video, wie im letzten aufgebraucht. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei, wenn ihr das nicht gesehen habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!